Knochenritter. Zagunde fuhr ums Morgenrot, empor aus schweren Träumen. Bist untot, Helmer, oder tot? Wie lange willst du säumen? Der war mit Emas Mannenmacht gezogen in Dämonenschlacht und hatte nicht geschrieben, ob er gesund geblieben. Was leist das Mardermal beschien, wie flog es in die Ferne, wie flogen oben drüber hin die Sphären und die Sterne. Graut Liebchen auch, der Mond scheint hell, hurra, die Toten reiten schnell. Graut dir vor Borons Boten, o weh, lass ruhen die Toten. Da sieh im Augenblick, huhu, ein grässlich Wunder, des Reiters Koller Stück für Stück fiel ab wie mürber Zunder. Zum Schädel ohne Zopf und Schopf, zum nackten Schädel ward sein Kopf, sein Körper zum Gerippe, als Waffe eine Hippe. Hoch bäumte sich, wild schnob der Rab und sprühte Feuerfunken, und hui, war's unter ihr hinab, verschwunden und versunken. Geheul, Geheul aus hoher Luft, Gewinsel kam aus tiefer Gruft, Zagundes Herz mit Beben rang zwischen Tod und Leben. Aus Der Galgenhund und andere Geschichten von Asmaphel Woldenweber. Euch ragen die Körper von Wesen auf. Einer von ihnen sicherlich über 2 Schritt hoch, die anderen nur etwas kleiner. In geisterhaft blau-grün leuchtende Augen gehüllt, ihr könnt ihre ledrigen Beute erkennen und die schattenhaften Schwerter. Die kommen nicht direkt auf euch zu, aber kreuzen euch auf dem Knochenpfad. Was wollt ihr tun? Ja, erstmal still verharren und versuchen, mich zu verstecken. Ich gebe auch das Handzeichen, das zumindest den Leuten mit Militärerfahrung was sagen sollte, dass wir stehen bleiben und uns verbergen sollten. Verstecken-Probe im Silenzium. -3. Sie bewegen sich hier natürlich nicht im Limbus, aber auf alle Fälle auf verborgenen Pfaden und sind dementsprechend nicht davon ausgegangen, hier auf euch zu kreuzen. Voltax gelungen. Habe mir gelungen. Iserun gelungen. Allesamt. Wir sehen, wie sie an euch vorbei rumpeln, ohne dass ihr etwas hört. Die Schatten von ihnen, die Schwerter von ihnen, geschwärzt. Schartige Klingen, die sicherlich beim ersten Hieb zerbrechen würden, wenn Keras und Rafim sich das so ansehen. Und vor allem die widerliche Hexe, die ihr erkennen könnt, mit ihren schattenhaften Auswüchsen, ihren grün leuchtenden Augen und den langsam weniger werdenden Haaren. Ist das diejenige, vor die ihr gewarnt worden seid? Irona Yaminario, die Nekromantin der blutigen 7? Die ziehen an euch vorbei. Die Schattenwandler ziehen den Karren und ihr könnt einen kurzen Blick auf die Ladung erheischen. Jemand von euch Metallkunde? Metallurgie? Nee. Ich hätte Hüttengründe anzubieten. Also ich habe Steinmetz, Bergbau, Grobschmied, Feuersteinbearbeitung. Hüttenkunde würde ich nehmen. Feuerstein plus 10. Oder Steinschneider, Juwelier. Steinschneider nicht, nee, Feuerstein. Okay. Grobschmied plus 10 könnte ich auch nochmal durchgehen lassen. Nee, damit nicht. Abelmir, du meinst, dass dies wohl Knochenblei sein muss. Eines der 13 Unelemente. Ich würde trotzdem erstmal ruhig bleiben und abwarten, bis sie vorbeiziehen. Auf den schattenhaften Faden, die sämtlich schwarz geworden sind, ziehen sie dann wohl auch in eine Richtung. Und wenn ihr dem Pfad mal folgt, könnt ihr vor euch aufragen sehen, ein finsternes, schwarzbrennendes Inferno. Neblige Schleier, die davon ausgehen, ihr könnt einige große Knochenkäfer erkennen oder Blutschaben, die sich am Fuße der Stadt tummeln. Fauliger Atem der Verwesung, der diesen ganzen Ort erfüllt und zu euch rüberzieht, wenn ihr diesen Pfad einmal verlassen würdet. Durchschimmernde und durchscheinende Gestalten, Schmerzen, niederhöllischer Nebel, der gegen Wald und wabert.
und das finstere Knochenblei. Ich signalisiere Isorn auf Attack. Sind sie weg? Ich blicke mich nochmal um. Ob es sicher ist, sich jetzt fortzubewegen oder ob wir noch ein bisschen warten sollten. Wie schätze ich das ein? Meinst du, dass diese Straße wohl nicht weiter befahren wird? Möchte jemand von euch einen Schicksalspunkt ausgeben für eine kleine Änderung der Realität? Ja, doch, warum nicht? Was? Siehst, wie wohl ein kleiner Krümel sich löst von dem Wagen hinunterfällt und wohl ein, ja, es ist kein richtiger Zettel, es ist eine Akte, die wohl an dem Wagen befestigt lag und bei dem Rumpeln über die schwarze Straße dann hinuntergefallen ist. Ich behalte das im Auge, gucke, dass sobald sie weg sind, dass ich dann dort einmal hinwische und das einstecke. Bekomme ich bitte eine Schleichenprobe von dir? Also ich möchte wirklich warten, bis sie nicht mehr in Sicht sind und dann noch mal ein, zwei Minütchen warten, bis wir sicher sind, dann erst halt, ne? Aber eine Schleiche... Moment, habe ich Schleichen? Ist das auch ein Dreierleichter wegen Silenzio? Nein, wenn du aus ihm heraustrittst, nicht mehr. Weil dann Boltax folgt hier. Nee, würde ich nicht machen. Ja. Sonst fängt das Kind hier an zu schreien. Kann ich meinen Schicksalspunkt ausgeben, um Kiaras zurückzuhalten? Was möchtest du denn tun, um... Ja... Doch, kannst du. Also du kannst seine Probe nicht neu würfeln lassen, aber du kannst ihn an der Schulter anfassen und ihn aufhalten. Ich schüttel meinen Kopf und bedeute ihm, dass ich gehen werde. Ja, bevor ich widersprechen kann. Ich forme den Mund zu Isaru gewandt, Motorikus. Ich glaube, sie ist schon davon geschlichen. Gut. Ja, wäre natürlich sicherlich auch eine gute Idee. Du kannst dann auf die Straße treten, die wohl auch ausgefahren ist. Wo auch immer ihr euch befindet, auf Aventurien ist es sicherlich nicht, aber wenn du dann dem Knochenpfad folgst und zu diesem kleinen Stein herantrittst, du achtest noch einmal darauf, dass du das Knochenblei selbst nicht berührst, was da runtergebröckelt ist, aber die kleine schwarze Akte kannst du an dich nehmen. Siegel, Heraldikprobe. Und auf alle Fälle ein großes schwarzes Siegel darauf. Ja. Wahrung. Oha. Lasse ich in den Innentaschen meiner Robe verschwinden und kehre zu meinen Gefährten zurück. Wir sollten weitergehen, würde ich mal auf Attack sagen. Weg hier. Ich nicke. Ich ebenfalls. Wenn sich die anderen wieder in Bewegung setzen, würde ich dann auch weitergehen. Verstehen eigentlich Garvin und Chella Attack? Also sehen die so aus? Chella wohl nicht. Garvin, ich würfe mal für Garvin. Söldner wird man sowas sicherlich gelernt haben. Er weiß, dass es Attack ist, aber er scheint wohl Probleme damit zu haben. Also, du bist zu schnell für ihn, aber er versteht das ja. Ich würde sonst hier einfach mal kurz am Arm ziehen, dass sie versteht, wir gehen jetzt weiter. Und also ihr könnt auf alle Fälle den Knochenpfad übertreten und dann wieder auf der anderen Seite des Elementarpfades in Richtung... Ist es Süden? Ist es zumindest in eine Richtung? Und aventurisch würde der Süden wohl euch dann zum Schlund führen, aber auf ihm hast du auch du mit deinem inneren Kompass hast die Orientierung verloren. Ihr seid irgendwo in einem schwarzen Wald, der, wenn ihr weiter zieht und geht, wohl wieder grüner wird. Und die Farbenfinsternis, die euch hinter dem Knochenvater noch wieder in Ruhe lässt. Wollfade. Ich würde einfach weitergehen. Habe ich denn irgendwie das Gefühl, dass wir schon diesen roten Boden erreicht haben oder sehe ich da ja von noch nichts? Aktuell ist er erstmal grüner geworden. Ja, würde ich einfach weiter geradeaus gehen. Ja. Keine Ahnung, weiter, bis er rot wird. Grün ist ja gut. Ja, irgendwann lasse ich dann noch meinen Zauber fallen, nach 10 Minuten oder so. Wenn ich wirklich sicher bin, dass wir außer Gefahr sind. Möchtet ihr euch unterhalten? Lisa, was habt ihr gefunden?
Es scheint eine Akte zu sein. Sie trägt das Siegel von Wahrung. Das ist nicht gut. Könnte aber wichtig sein. Wir sollten sie studieren, sobald wir wieder auf Aventurien sind. Aber was waren das denn für Kreaturen, die da im Wagen waren? Dämonen, Untote, untote Dämonen. Was denn jetzt? Transportierten unheiliges Metall. Knochenblei. Knochenblei. Ja. Ah, dieses Zeug. Das sagt mir nichts. Also können die auch diese Pfade benutzen? Ja. Wir haben ja diesen Knochenpfad gekreuzt jetzt. Ich denke, sie können nur diesen Knochenpfad benutzen. Es geht vermutlich auch schneller, aber ich frage mich, wozu sie so große Mengen Knochenblei brauchen. Nun, ist nicht dieses Halsband aus diesem Material gemacht, oder zumindest zum Teil? Oder vielleicht bauen die etwas daraus. Das fürchte ich auch. Es ist mit Sicherheit nichts Gutes. Vielleicht finden wir in der Akte einen Hinweis darauf, was sie vorhaben. Ja. Wir sollten aber erst auf Aventurien auf die Akte schauen. Wenn wir wieder weit raus sind. Ja, so weit weg wie möglich davon. Und wann hatte ein Bakterier jemals irgendwas Gutes vor? Ja, und wenn uns die Akte nicht gefällt, können wir sie auch einfach in den Schlund werfen. Na, das geschieht der Akte dann ganz recht. Ja, sicher. Das geschieht der Akte recht. Aber mir sagt einmal, diese Nekromantin, die mit Ihnen mitlief, was schätzt ihr? In dem wievielten Kreis der Verdammnis ist sie? Nun, nach ihrem Verwesungsgrad. Vielleicht der zweite oder dritte. Ja, meint ihr? Ich hätte jetzt spontan auf den vierten getippt. Das wäre auch möglich. Je nachdem, welche Packgeschenke sie erhalten hat und wie sie damit umgeht. Ich muss aber mir zustimmen, sie war bei weitem nicht verwest genug. Ach, meint ihr? Nun ja, das ist nur Spekulation. Wir sollten definitiv weitergehen. Er geht und folgt dem Pfad. Ein richtiger Weg ist es nicht, aber grüne Bäume, die euch wieder begleiten. Und dann könnt ihr tatsächlich das beschriebene erkennen. Pfad vor euch wird rissiger und röter. Doch, wir sollten jetzt aber der Mann. Genau. Wo ist denn dieses verdammte Kreuz noch hin? Eris, hör auf dein Herz. Sehe ich irgendwelche eine Wegmarkierung oder irgendetwas, das mir auffällig erscheint? Intuitionsprobe. Du bist der Meinung, dass es hier einen kleinen Abgrund gibt, der dich leicht nach links wegzieht, weg vom Weg. Und es gibt dort wohl vor allem so etwas wie ein Geruch. Es riecht nach dumpfem Rot. Du kannst Farben riechen. Lass uns warten. Wir aber sollten hier hin. Es riecht irgendwie. Ich habe gerade irgendwie Zar im Kopf. Ja, Zar im Kopf. Ist dafür jetzt Zeit für solche Schweinereien? Was? Nee, ich dachte, Zar steht dafür Geburt und ja, den Vorgang davor. Für neues Leben und für. Ach so, Neuanfang, ja, also, Innovation. Was bringt euch? Also, Abenteuer. Was ist denn los mit euch? Das ist ja schrecklich. Ja, ihr sagt, ihr habt Zar im Kopf, also. Also ihr seid der Erste, der nach ich hab Zar im Kopf an solche Dinge denkt. Also das habe ich ja noch nie gehört. Ja, wir sollten etwas von der Erde hier mitnehmen. Meint ihr nicht da auch? Ich glaube, wir sollten alles so lassen, wie es ist. Nee, ich nehme mir jetzt nicht irgendwie eine Tasche voll Dreck mit, aber bitte. Doch. Auf jeden Fall das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind Zar-Spielereien, wenn ich anfange, Farben zu riechen. Gut, dann folgen wir euch. Der Troll hat gesagt, man soll ihr folgen. Das hatte ich auch mal. Ihr riecht Farben? Ja, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist farbig. Habt ihr wieder dieses alanfanische Kraut geraucht? Oh. Schön wär's. Nein, ich...
Wenn ihr Kiaras Nase folgt, könnt ihr hinter den Bäumen eintauchen in einen Nebel. Und wenn ihr nach einiger Zeit, ihr wisst gar nicht, ob Zeit vergangen ist, ob es so etwas noch gibt, aber wenn ihr aus diesem Nebel heraustretet, dann steht ihr in einem Kessel. Aufsteigende Dämpfe, die euch die Sicht nehmen. Der Boden unter euren Füßen scheint zu vibrieren und ihr könnt dünne Risse erkennen, die sich im Fels zeigen. Ihr steht im Inneren eines Kraters, der auf unheimliche Art belebt zu sein scheint und ein ständiges Röcheln, Fauchen und Zischen, was aus den Schlauten und Schründen kommt und euch die Natur vergegenwärtigt, in der ihr steht. In der klaffenden Wunde von Rashtul. Also, ja, einem gigantischen Leib, der nach Äonen immer noch in Krämpfen zuckt. Ihr steht im Schlund. Also Kiaras, wenn du etwas gerochen hast, dann wird das wohl Schwefel gewesen sein. Ah, ja. Nein, Schwefel riecht eher gelb. Vulkanischer Schwefel. Hm. Ah, es riecht eher faulen Eiern hier. Widerlich. Können wir bitte den aktiven Vulkan gerade verlassen? Ja, genau. Dies. Och, ihr habt aber auch Angst. Aber es ist... Zu verbrennen? Also, ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, ehrlich gesagt. Neben euch könnt ihr Risse erkennen und einige Stelen. Einige Stelen, die 4, 5 und 6 Meter hoch sind. Und etwas knirschen. Größere Steine und kleinere Steine. Röll besteht an einer weiteren Steinkreisen der Druiden. Vielleicht sollten wir uns das erst einmal anschauen, bevor wir den Ort verlassen. Gut, aber macht schnell. Ich versuche so schnell wie möglich abzuzeichnen und dann. Ja, ich würde mir den Trolltisch auch mal anschauen. Ich laufe wieder hin, hol wieder mein Notizbuch heraus und zeichne die Symbole ab. Ist es ist eine Stele oder mehrere Stelen? Es sind eine ganze Menge, also wenn du mal zählst, sie bilden einen geometrischen Kreis, der von diesen Stelen dann umrundet wird und die sind dann unterschiedlich hoch und mit unterschiedlichen Steinen, die hier liegen. Es ist also definitiv ein trollisches Raumbild. Dann würde ich wiederholt einen Memorans wirken und zwar bezüglich einer Stele meinetwegen. Der Schriftzeichen darauf. Muss ich ansagen, auf was ich den Memo ans Wirke sozusagen. Mhm. Fim, würfel mal eine Abrichtenprobe. Ja. Mira hat auf alle Fälle irgendwas gewittert. Mira bleibt bei Papa. Ja, mein Schatz, ich weiß. Dann was kannst du denn, sehen, wie ein weißer, großer Hund durch den Nebel auf euch hinzukommt und schnüffelt. Dämonenhund oder Hund? Ein weißer, großer Hund. Oh, ist das? Ist das? Kenn ich den? Hm. Oder kennst du ihn? Geh mal auf den Hund zu. Oh, hallo, braver Hund. Braver Junge. Ja, du bist aber kräftig und groß. Ja, der Hund ist sicherlich so groß wie Bulldax. Na, kennst du mich noch? Oh, komm her. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, er schüttelt dann auch so, also du siehst auch, wie der Schwanz dann so ein bisschen hin und her schwenkt und er scheint dich wohl zu erkennen und ich freue dich dann zu beschnuppern und abzulecken. Tag. Ich wusste gar nicht, dass du Hunde kennst. So ein feiner bist du. Ein ganz, ganz, ganz feiner bist du. Ja. Sagt mal, ihr kennt diesen Hund? Ja, natürlich. Das ist Xenas Hund. Ein Begleiter. Ein schöner Hund. Toll. Also jetzt kein Eisbär, aber für einen Hund schön. Oh. Wenn Tag da ist, dann muss Xenos auch irgendwo in der Nähe sein. Oh, freue ich mich, ja. Ach, wie lange habe ich ihn nicht gesehen. Ja, ich schrecke hoch. Was ist denn das? Dein Hund, Abelmir. Habt ihr ja, vielleicht schon mal gesehen. Wo kommt der denn her plötzlich? Von da vorne. Oh. Ich war so konzentriert. Ah. Feines Hundchen. Und wo ist dein Härchen? Im Auszug von Logrolasch haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja, oh, es ist so lange her, ich weiß. Rafim deutet auf eine Stelle hinter dem Nebel und ihr könnt da wohl sowas erkennen wie in den Fels geschlagene Trittstufen. Alt. Oh, da geht's raus. Komm, Boldax, nimm den Hund. Guten Tag.
Lass uns Xenos Hallo sagen. Ultrax, du erkennst die alten Ruhen deines Volkes, Angram. Ja, ohne dass ihr auf Abemir und Keras wartet, könnt ihr dann nach oben hoch. Carino! Na, was macht Carino? Carino malt schon wieder irgendwas ab. Er erinnert mich ein bisschen an Kollege Gorbos. Wer? Kiaras mit seiner Zeichnerei. Der Ungrafil? Ja. Der Zwerg, auf den wir gleich treffen werden, das ist ein fantastischer Geode, ein großes Vorbild für alle Geoden und wahrscheinlich der mächtigste von uns allen. Byron ist mittlerweile wieder eingeschlafen. Cella schaut sich mit offenem Mund um und euer Begleiter ohne Arm, der wird dann wohl eher in sowas wie einen Hustenanfall verwickeln oder. Er fängt zumindest gerade an zu husten, wenn er jetzt ein bisschen einatmet, diesen Nebel, und scheint hier wohl gar nicht sich so zu freuen. Also ist das praktisch euer, wie heißt das bei den, euer Groß-Geode? Sowas? Nein, das ist. Otax, was ist das für ein Ort? Wo habt ihr uns hingeführt? Das ist ein Vulkan. Das die sind das die Niederhöhlen? Nein. Das ist ein Vulkan. Genau, also ihr kennt doch den Schlund, nicht wahr? Nein. Nein. Okay, ihr wisst, was ein Vulkan ist, nicht wahr? Nein. Okay, ein Vulkan ist ein Loch in der Erde, aus dem ganz viel flüssiges Feuer rauskommt. Ein Feuerwerk. Wir sind in den Niederhöhlen. Nein. Scheller, wir drehen um. Kommt die Schnauze. Hier dreht niemand um. Das ist ein Feuerwerk. Und ein Heiliger dazu. Also. Hieße, wenn Boltax da sagt, das ist hier sicher, dann sind wir hier sicher. Außerdem ist hier einer von Boltax Anführern. Er ist bestimmt nett. Ja, Xenos ist toll. Ja. Aber sagt einmal, Boltax, ihr seid nicht mit diesem Xenos verwandt. Nicht, dass ich wieder irgendwie Oheim oder so etwas sage. Nein. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich und Xenos kennen uns zwar. Nein, jeder Geode kennt jeden anderen Geoden. Es gibt so viele von uns ja irgendwie auch nicht. Aber nein, verwandt sind wir nicht. So seid ihr wie die Basaltfäuste. So seid ihr auch nur so ein paar. Ja, das kann man so sehen. Xenos gehört auf einer ganz anderen Schule an als ich. Aber. Eine Schule? Ja, natürlich. Es gibt zwei Zweige innerhalb der Geoden. Also. Das ist jetzt auch egal. Ist wirklich nicht so wichtig. Wir wollen ihn erst einmal treffen und macht mir keine Schande, denn. Naja, ihr werdet mir sowieso keine Schande machen. Müssen wir auch über seine Witze lachen? Wenn er einen Witz macht, ja, das wäre angebracht. Ich verstehe so wenig von zwergischen Witzen. Rafim, ihr müsst mir das einfach vorlachen. Ich lach dann mit. Das ist kein Problem. Ich lobe einfach seinen Hund. So als Tierliebhaber von Tierliebhaber. Ich glaube, wir verstehen uns da gut. Ja, genau. Das ist immer eine gute Sache. Genau, er kann sich auch meinen Bären angucken. Dann sieht er mal, was eigentlich richtig gute Tiere sind. Aber wer Hunde mag, ne? Ja. Und er mag auch Elfen. Also unser Elf hätte jetzt sicherlich seine Freude daran. Er ist auch mit einer verbandelt. Tatsächlich? Boltax, ihr dürft heiraten? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Weil ihr keine Frau habt, ich dachte, die Geoden dürft gar nicht heiraten. Natürlich dürfen wir heiraten. Mir steht es nur eher noch schön Zwerginnen. Aber jedem das, was ihn glücklich macht, nicht wahr? Und warum sucht ihr euch dann keine? Ja, aber... Hab ich auch gerade gedacht. Ich bin ja jetzt mit euch unterwegs, da kann ich mir ja keine Zwergin suchen. Aber du bist doch schon alt. Ich bin doch nicht alt. Sehe ich in euren Augen alt aus? Nein. Du redest immer von Bardo und Cella oder wie die beiden Bardo und Cello. Die sind auch schon Jahre tot. Nicht mal 50 Jahre ist das her. Ihr versteht nicht, was ich meine, oder? Xenos ist 900 Jahre alt. Meine Fresse, 900 Jahre? Ja. Das ist schon alt, oder nicht? Selbst für so einen Zwerg. Selbst für einen Zwerg relativ alt, ja. Der auch klapprig oder ist der noch frisch? Xenos ist fit. Da ist ja der Trolljünger. Klapprig zumindest. Xenos hat ganz, 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 ganz wichtige Beiträge dazu geleistet, unsere Zwergenvölker. Ich weiß nicht, ist euch der Auszug von Lolgrolosch ein Begriff? Natürlich, Boltax, rede ich jeden Tag dreimal drüber. Na, dann brauche ich es euch ja nicht zu erklären. Also, sehr gut. Da hat Xenos auf jeden Fall einen großen Anteil daran gehabt. Ich im Übrigen auch, aber daher kennen wir uns auch. Mindestens ein bisschen besser.
Na komm, Boldelax, dann lauft mal vor und stellt uns vor hier. Nicht nur über den Mann quatschen, wenn er da vorne irgendwo ist, können wir auch mit dem reden. Natürlich, natürlich. Ah, ja, dann würde ich mal vorgehen. Ja, so könnt ihr, nachdem Abel, mir und auch Kiaras das Ganze abgezeichnet haben, die Stufen, die in den Berg geschlagen worden sind, nach oben steigen und dann dem Geröllabhang folgen. Es geht den stark zerklüfteten Boden, dann nach rechts, die Trittstufen nach oben, ein alter Pilgerpfad. Wenn man Angramm lesen kann, erzählen sie eine Geschichte über die vielen Meter nach oben. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere Mal Boltax etwas kichern hören. War ein, der Runen lacht. Dann könnt ihr über euch erkennen, wie dort wohl Wasser nach unten fällt. Ein in die Tiefe stürzender Wasserfall, der das Ganze in einen nebligen Dampf füllt. Ein kleines Tal. Und wenn ihr euch umseht, leitet immer noch von der Stärke des bebenden Bodens, könnt ihr vor euch im Nebel einen Zwergen erkennt, der an einem steinernen Tisch sitzt. Neben ihm eine junge Dame, eine Vorwahlerin, nein, eine Firnelf. Und während ihr noch auf diese seltsame Formation blickt, der Hund, der wohl als Tag vorgestellt worden ist, setzt sich direkt dann neben die beiden und nimmt da Platz, wartet auf euch. Könnt ihr wohl sehen, wie einer der Geysire ausbricht und das Ganze wieder in einen schillernden, glitzernden Regenbogen tauft? Na dann, Boltax, hier musst du uns vorstellen. Du kennst die Herren ja. Natürlich, natürlich. Also, und die Damen, natürlich. Ja, und eine Dame. Ah, Geodrabrodon. Ah, mein Freund. Mein Boltax. Könnt erkennen, wie sich das Gesicht wohl von Xenos bewegt. Es sieht aber eher aus wie aus uraltem und ehrfurchtgebietendem Stein gemeißelt. Sich seine grauen Augen in ihm bewegen und er euch freudig und lebenslustig zunickt. Es tut gut, dich zu sehen. Auch die Wege gefunden, Trollpfade. Willkommen, Sumus Diener. Es freut mich, hier zu sein, an diesem eindrucksvollen und heiligen Ort. Dürfte ich vorstellen, dies meine Weggefährten. Zeit, dass ihr euch jetzt vorstellt. Aber was sollte? Rafim, Isaun, Yaras, Shella. Er schaut dann nur noch den Deserteur an, einzunicken. Ich bin Xenos. Es ist meine Frau. Aya Lamona. Willkommen. Setzt euch. Wenn ihr mögt.